Hallo, Paraguay Live. Ich bin der bitt und herzliche sonnige Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema Vollgleich. Danke an eure Fragen. Viele von euch haben mich ja gefragt, wie schon vorher, bitt, warum bist du nach Paraguay ausgewandert? Und in dem heutigen Video sprechen wir über Paraguay auswandern und weitere vier Gründe, warum wir eben in Paraguay sind. Also bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. Der erste Punkt, ich sage einfach, in jedem Land, auch da, wo ihr auswandern wollt, das ist ja wichtig, ja, die Menschen, die dürfen wir euch nicht vergessen. Deshalb Freundlichkeit der Menschen. In Paraguay, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überwältigt. Die meisten Paraguayer sind freundliche Menschen, hilfsbereite und vor allem gegenüber Ausländern sind die wirklich sehr gut und helfen jedem. Vor allem, wenn man natürlich nicht so hochnässig rumläuft, sondern auch die eigene Sprache spricht, Spanisch bzw. Guarani erlernen möchte, beziehungsweise zumindest versucht es zu erlernen. Also, die Freundlichkeit der Menschen ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv einzuschätzen. Hier noch Ausschnitte aus unserem Büro. Viele von euch fragten halt. So, ganz kurz, das sind unsere Kokospalmen. Die Vögel, die hört man natürlich im Hintergrund. Auch unsere Hunde. So. So sieht es auch aus. So, ich denke, es lässt sich auf jeden Fall aushalten. Paraguay Live. Und wir kommen weiter zum Thema. So, der zweite Punkt ist Lebenshaltungskosten und Gehalt. Viele von euch haben mich gefragt, bitte, wie ist es ja, wie viel Geld kann man da eigentlich in Paraguay verdienen? Ich zeige euch gleich eine Tabelle, woraus es hervorgeht, dass Paraguay, ich sage jetzt mal, nicht zu den reichsten Ländern Südamerikas gehört, aber auf jeden Fall zu denen, wo man am höchsten, wo das Minimumgehalt am höchsten liegt. Und auch was die Lebenshaltungskosten angeht, die sind noch relativ niedrig. Also wir leben hier, wie gesagt, schon 18 Jahre und wirklich, man kann sehr bequem leben und sowohl die Energie. Paraguay besitzt drei und gehört auf jeden Fall zu den größten Stromproduzenten der Welt. Also von daher ist der Strom auch relativ preiswert und natürlich Exportgeschäft praktisch Nummer 1 für Paraguay. Das ist ja auch wichtig. Das heißt also, erneuerbare Energie in Paraguay haben wir zu Genüge sozusagen. Weil die gleichen Turbinen sind natürlich durch Wasser betrieben. Von daher sind die Lebenshaltungskosten, wie gesagt, relativ niedrig. Und was wichtig ist, man kann noch mit freundlicher Miene auch noch Geld dazu verdienen. Also es gibt 10% Mehrwertsteuer und 10% Steuer. Aber wie gesagt, sogar mit 10% Steuern kann man auf jeden Fall sehr gut leben. Also das muss man auf jeden Fall erwähnen. Also der dritte Punkt
ist das Wachstum. Also ich bin wirklich persönlich positiv überrascht über das Wachstum Paraguays. Also man kann überall googeln und mal nachschauen, dass wirklich Paraguay zu den besten Ländern Südamerikas gehört. Also das Wachstum ist einfach enorm. Also einfach in dieser Zeit, wo wir hier schon sind in Paraguay, also gut 18 Jahre, hat sich das Land enorm entwickelt. Man sieht es überall. Ob ihr nach Asunción bzw. Großraum Asunción kommt, ob man sich das Flughafen anschaut, ob man sich die großen Hotelsketten wie Sheraton anschaut und andere, zum Beispiel Zigarettenfabriken wie Philip Morris unter anderem. Also das Land geht nach vorne, man sieht es. Man merkt es an jeder Ecke. Natürlich, es gibt auch Armut, aber es gibt auch Reichtum. Von daher ist das für mich auf jeden Fall ein Grund, dass man im Prinzip Paraguay für die Auswanderung auswählt. Also schon wieder in der vollen Sonne. Also das Wachstum sieht man nicht nur in den Großstädten, wie zum Beispiel Asunción oder im Großraum Asunción, Ciudad del Este oder Encarnación, aber auch in unserer Bezirksstadt Piribebuy, wo wir auf jeden Fall gerne hier wohnen. Warum? Weil es einfach ruhig ist. Ja? Also diese Stadt ist erstmal in dem Departamento Cordillera gelegen, also wirklich eine Top-Lage. Also der Name Piribebuy kommt aus der Guarani-Sprache und bedeutet leichte Brise, die wir fast immer hier haben. Man hört es vielleicht auch am Mikrofon. Also von daher ist es wirklich ein super Land und eine super Stadt für die Auswanderung. Zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt ist die touristische Entwicklung. Also da, liebe Leute, da habt ihr wirklich ein Riesenpotenzial. Also wir haben zwar nur zwei Zimmer, die wir vermieten, möchten auch nicht gerne, weil man kann eigentlich nicht alles machen. Und ich habe mich eher auf die Seite von Immobilien spezialisiert. Das habe ich, wie ich schon erwähnt habe, in Deutschland gemacht. Und von daher tue ich das auch in Paraguay. Aber apropos Touristik. Touristisch, also das Land Cordillera liegt ungefähr auf 700 Meter Höhe, 600 Meter Höhe, je nachdem. Von daher ist es optimal, einfach von den Aussichten her ist es optimal, es touristisch zu nutzen. Was heißt touristisch? Ihr könnt auf jeden Fall Grundstücke erwerben und da kleine Bungalows hinsetzen und diese an nicht nur Ausländern, aber vor allem an Einheimische zu vermieten. Also die Mieten kann man so viel heuchen, auf jeden Fall bei ungefähr 500, 400, 600 Euro ansetzen, je nach Ausstattung des Hauses. Und deshalb lohnt sich auf jeden Fall, in solche Häuser sogar zu investieren, das heißt Grundstücke zu erwerben, da ein Haus draufzusetzen
und zu vermieten. Falls ihr Fragen habt, immer anrufen. Businessnummer, WhatsApp-Businessnummer gebe ich euch auch in der Beschreibung. Bitte nachschauen. Vor allem auch per E-Mail. Aber ganz wichtig, eine große Bitte an euch. Nutzt auf jeden Fall in den Kommentaren unten die Hashtags. Also Hashtag, ihr kennt das Zeichen, Paraguay Live, und da stellt ihr eure Fragen. Damit hilft uns, beziehungsweise auch mich persönlich, die Fragen richtig zu sortieren und vor allem schneller zu beantworten. Also Hashtag Paraguay Live, Frage stellen, und wir sehen uns mit Sicherheit auch beim schönen Wetter im nächsten Video auf unserem Kanal. Bleibt gesund, Likes nach oben, abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt oder gemacht habt. Und ich werde links weitere empfehlenswerte Videos an euch weitergeben. Macht's gut in diesem Sinne. Ciao, ciao.